Hallo Leute, mein Name ist Martin Görr, herzlich willkommen zu den Wrestling News. Die Themen heute: Infos zum All Elite Videospiel, außerdem zum All Elite Diebstahl und zu NXT. Und außerdem verabschiedet sich die WWE von geskripteten Promos. Alles dazu hier. Falls euch gerade nicht aufgefallen ist, mache ich seit meinem Urlaub Daily Uploads. Jeden Tag kommt ein Video und das Ganze geht auch noch ein wenig weiter, denn auch jetzt zum Beispiel gibt es ja einfach nochmal eine News-Ausgabe. Deswegen, falls ihr nichts verpassen wollt, auf jeden Fall Abo dalassen und Glocke aktivieren. Und dann geht's jetzt los. Wir beginnen heute mit Chris Jericho. Der hat ja zuletzt sowieso durch seinen Verlust an seinem All Elite-Titel Schlagzeilen gemacht. Hat aber jetzt sogar noch mehr Schlagzeilen gemacht mit einem Meme, was quasi entstanden ist. Denn nach All Out gab es von ihm eine kleine Video-Promo über seinen Sieg, dass er sich Backstage gefreut hat und so weiter. Und ist dann halt rumgelaufen und hat sich sehr darüber gefreut, dass es a little bit of the bubbly gab. Und zwar halt einfach Champagner und so weiter, um das Ganze für ihn zu feiern. Und dieses Ding, dieser Clip, ging so krass durchs Internet, ist halt ein richtiges Meme geworden, wurde tausendfach an irgendwelche Songs, an irgendwelche Sachen dran getüdelt. Es gibt sogar ein T-Shirt darüber im Pro Wrestling Tees Shop und ist halt wirklich einfach ein übelstes Ding geworden. Matt Hardy hat übrigens auch ein kleines Video hochgeladen, wo er in dem gleichen Restaurant war, vor dem der Titel geklaut wurde, und er kam aus dem Restaurant raus und dann ist ihm aufgefallen, dass er sein Gürtel im Restaurant liegen lassen hat, hat ihn also quasi hier so ein bisschen verhöhnt, aber doch eher lustig gemeint und nicht irgendwie böse, aber ja, kann man mal machen. Und übrigens gab es jetzt auch einen Bericht über den, der den Titel dann letztendlich gefunden hat. Der hat nämlich erst diesen Koffer gesehen, hat ihn mit nach Hause genommen, und als er den dann aufgemacht hat, hat er gedacht, Alter, krass, ein Wrestling-Gürtel halt, ein Wrestling-Titel, und war sich dann aber irgendwie nicht so richtig sicher, ob es sich jetzt wirklich um einen echten oder eher um einen Replika handelt. Also laut seiner Ansicht war das eher halt irgendein Nachmachding oder halt irgendwas für ein Kostüm oder sowas. Und er konnte nie davon ausgehen, dass da wirklich irgendwas verloren gegangen ist. Zu dem Zeitpunkt, als er den gefunden hat, und das muss wirklich kurz nach dem Diebstahl gewesen sein, war es auch noch so, dass da nichts drüber bekannt war. Das heißt, online oder so hat er jetzt nichts darüber gefunden. Und dachte sich dann halt, na gut, dann wird es halt irgend so ein nachgebautes Ding sein. Erst kurze Zeit später, als dann alle explodiert sind und alle nach diesem Titel gesucht haben, ist ihm dann auch aufgefallen, was er da Feines in den Händen hält. Und daraufhin hat er sich aber selbst bei der Polizei gemeldet und hat das Ding ja dann auch abgegeben. Als quasi Finderlohn hat er sogar $200 bekommen, was natürlich nicht ganz so in Relation steht zu den $30.000, die der Titel wert ist. Dann gibt es jetzt Infos rund um den Start von NXT auf dem USA Network. Das soll ja eigentlich in der nächsten Woche stattfinden. Allerdings ist das noch nicht ganz so, wie es denn optimal gelöst werden soll. Denn ich habe euch ja schon darüber informiert, es wird 2 Stunden NXT gehen. Das heißt, eine Stunde länger. Und hier ist es so, dass eigentlich das Ganze viel zu kurzfristig geplant wurde, so dass das USA Network nicht mehr die Sendezeit so schnell klar machen konnte. Was heißt, dass auf dem USA Network in den nächsten 2 Wochen, also der 18. und der 25., dass dort eine Stunde NXT läuft und die andere Stunde läuft auf dem WWE Network. Das heißt, man müsste dann sowieso hin und her schalten. Aber ja, ging jetzt irgendwie nicht anders zu lösen. Die erste richtige 2-Stunden-Show von NXT wird ganz zufällig natürlich am 2. Oktober stattfinden. Ja gut, es ist jetzt natürlich genau der gleiche Tag, wo All Elite startet. Aber naja, Zufälle gibt's. Und übrigens nochmal als kleiner Nachtrag zu NXT. Hier soll es nämlich nicht so sein, dass NXT wirklich als drittes Main-Roster angesehen wird, auch wenn NXT jetzt genauso viel Sendezeit bekommt wie SmackDown und natürlich mit dem USA Network auch genauso viele Einschaltquoten wie SmackDown jetzt gerade. Trotzdem soll es weiterhin Call-Ups geben, also von NXT zu Raw und SmackDown und nicht andersrum, was natürlich dadurch, dass es ja irgendwie jetzt doch der dritte Brand wird, ein bisschen schwierig wird. Und dann gab es jetzt auch wieder mal eine Neuverpflichtung von der WWE, was sehr interessant sein könnte. Und zwar der ehemalige Lucha Underground Star King Cuerno wurde jetzt von der WWE unter Vertrag genommen und startet ab sofort im Performance Center.
Nach dem New Japan Pro Wrestling Event Royal Crest gab es auch noch einen Vorfall rund um Kenta. Dieser musste nämlich nach seinem Match sofort ins Krankenhaus, um zu prüfen, ob er nicht nach einem German Suplex eine Gehirnerschütterung bekommen hat oder möglicherweise auch noch schlimmer verletzt sein könnte. Kenta ist aber, so hat er selbst berichtet, dann relativ fix wieder aus dem Krankenhaus gekommen, da es ihm gut geht, nichts passiert ist. Also da kann er auf jeden Fall wieder mal Glück haben, denn gerade Kenta, aka Hideo Itami, hatte ja zum Beispiel in seiner NXT-Zeit sehr häufig mal Verletzungen, was alle seine Runs eigentlich geblockt hat. Und das jetzt bei New Japan weitergehen zu lassen, wäre natürlich schon scheiße. Für den All Elite Pay-Per-View Full Gear gab es jetzt die Ankündigung über das Main Event Match und dort wird um den All Elite Titel Chris Jericho gegen Cody antreten. Neben dem Match zwischen Kenny Omega und Jon Moxley, was dann da wahrscheinlich auch stattfinden wird, ist das schon eine ganz schöne Nummer. Dann kam jetzt raus, dass All Elite natürlich sich jetzt schon damit beschäftigt, ein Videospiel zu programmieren. So gab es nämlich schon einige Scans von den All Elite Superstars für dieses Videospiel. Und das ist ziemlich krass, denn so lange sind die noch nicht am Markt, aber sie wollen hier direkt gleich in diese Szene mit rein. Es gibt ja zum Beispiel da Kenny Omega, der natürlich federführend für diese Sache ist, weil Kenny Omega natürlich ein Zocker ist und natürlich auch Bock hat, ein All Elite Videospiel zu haben. Ist natürlich immer noch die Frage, wer das macht. Wäre natürlich hier ein richtig fetter Clou, wenn zum Beispiel EA sich um das All Elite Game kümmern würde. Aber da gibt es noch keine Infos, ist aber trotzdem auch interessant. Dann hat die WWE wieder mal auf All Elite reagiert. Und zwar hatte ich euch ja in der letzten News-Ausgabe schon berichtet, dass All Elite von diesen durchgeskripteten Promos weggeht und selbst quasi mehr in die Wrestler investiert, beziehungsweise dass die Wrestler mehr in ihre Promos selbst investieren können, dass sie selbst entscheiden können, wie sie was genau rüberbringen wollen. Und das ist ja nun mal bei der WWE nicht so, wenn du wirklich Wort für Wort ein Skript vorgesetzt bekommst. Aber auch da hat die WWE jetzt reagiert und möchte so nach und nach sich von diesen geskripteten Promos verabschieden, so dass es nur noch quasi Stichpunkte gibt, an denen sich die Wrestler halten sollen, aber im Groben und Ganzen hier mehr Freiheit am Mikrofon gelten soll. Das Ganze gab es früher mal, hat man dann aber irgendwann mal komplett über den Haufen geworfen. Und mittlerweile gab es nur noch so Leute wie zum Beispiel Kevin Owens, die sich nicht direkt ans Skript halten müssen und halt nur so einige Stichpunkte bekommen haben. Das war aber dann doch eher speziell für Owens, weil er es halt kann. Und viele andere, da war das halt nicht so. Jetzt hat man das alles aber geöffnet. So gab es zum Beispiel die Promo von Sasha Banks oder auch die Promo von Rey Mysterio diese Woche bei Raw, die dann halt wirklich viel mehr Freiheit bekam. Freue ich mich ja schon auf die erste Promo von Roman Reigns. Ja, Freunde, dann war es das erstmal für heute mit den News. Denkt dran, Daumen nach oben und natürlich auch Kanalmitgliedschaft abschließen. Raw und SmackDown und 205 Live Reviews für diese Woche sind mittlerweile online, deswegen gerne noch einschalten und einfach in meinen Community-Tab gehen und da findet ihr das alles. Und ja, Freunde, dann macht nicht mehr so dolle. Ich wünsche euch noch was. Haut rein, bis zum nächsten Mal.